Willkommen am heutigen Montagabend zu einer weiteren Ausgabe hier in der Milliarden-Challenge. Ja, das ist eine Aufzeichnung vom 14.11.21, denn die Milliarden-Challenge, für diejenigen, die es immer alles live verfolgen, ja, die ist mittlerweile vorbei und dieses Video gibt es dann am Mittwoch, den ersten Teil von Sonntag. Aber jetzt gibt es erstmal den letzten Teil von dem 14.11. Ich wünsche euch nach dem Intro viel Spaß und bis dann. So, da bin ich wieder zurück zum letzten Teil am heutigen Sonntag. Aber nochmal neue Zuschauerinnen, neue Zuschauer hier begrüßen. Hier wird noch ein bisschen Flüssigkeit produziert. So, auch gleich nochmal irgendwie hier reinkriegen. So, wir werden jetzt im letzten Teil noch ein bisschen für Umsatz sorgen. Ihr seht schon, da oben steht eine Null. Da vorne ist unser LKW. So, dann gehen wir mal eben hier gucken. Wie viel Mehl wir denn hier haben. Hier haben wir noch 26 Paletten Mehl, das ist doch schon mal schön, können wir hier schon mal auslagern. Bringen wir den mal eben schnell noch rüber. So, da haben wir sie. Können wir nämlich direkt von hier aus da rüber bringen, da wird nämlich noch ein bisschen Nudeln produziert. Ja, 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 ja. Wenn hier überhaupt noch produziert wird, ich weiß es nicht. Gucken wir mal eben auf die Anzeigetafel. Mir fehlt schon wieder Kartonpalette. Ach du Arzt, ich geh kaputt. Ey. Mir fehlt schon wieder Kartonpalette. Eieieiei. Das ist nicht gut. Ja, da haben wir auch noch irgendwas für einfallen lassen, wie wir das hier besser hinbekommen. Ach, ich lass mal wieder Musik anmachen. So. So, die restlichen Paletten eben auch noch hier rüberbringen. Ups. Jetzt habe ich das Tastatur geguckt. Gesehen, wo ich hinfahre. Sollte man klar nicht tun. So, dann schlagen wir den mal wieder hier vorne hin. Stört da keinen. So, der Frühling ist jetzt bald vorbei. So, wie sieht's hier aus? Hier ist auch keine Kartonpalette mehr. Hervorragend, die wird auch nichts mehr produziert. Das ist ja gar schlecht. So. Oh, hier ist schon wieder Stau. Warum das denn?
So, ich würde sagen, wir gehen mal eben hin und holen mal die Hühner hier noch raus. Bringen die nochmal eben rüber zum Metzger. So, Huhn, da haben wir doch. Wenn wir gerade nämlich hier in der Gegend sind, können wir das eben noch machen. Wieso ist die deaktiviert, die Produktion? Was fehlt denn hier? Ah, Wasser fehlt. Warum fehlt hier Wasser? Ist ja merkwürdig, aber... Fehlt auch Wasser? Warum das denn? So merkwürdig. So, bringen wir nehmen eben schnell rüber zum Metzger. Jetzt können wir bei Metzger gucken, wie viel wir dann da haben. Vielleicht können wir schon das eine oder andere davon mitnehmen und verkaufen. Hier ist noch wenig Kartonpalette drin. Keine Leerpalette mehr. Oh, hier wird auch nichts mehr produziert. Ja, super. Ist ja ganz toll hier. Na, fahren wir schon mal ein Stück nach vorne hier. Mal ein Stück zurück hier. Ja. Wollen wir mal gucken, ob wir hier auslagern können.
Boah, Schafe sind schade verarbeitet. Das war, ja, hätten wir da noch ein paar mehr hinbringen können, aber egal. So, wollen wir mal gucken. So. Oh, hier hat's was getan. Okay, sehr schön. Sehr komisch, dass hier noch bis hierhin sich der Feldstatus geändert hat und da nicht. So, sehr merkwürdig. Gut. Ansonsten hat sich hier nicht viel getan. So, wir wollten hier drauf gehen. So, mal gucken. So, wo haben wir das hier? So, Motel Süd. Güterbahnhof. Restaurant. So, hier haben wir ja nichts von. So. Also, Motel Süd. Da hatten wir Restaurant und hier haben wir Güterbahnhof. Super, ey. Und hier haben wir Raststätte Hotel. Also alles was anderes. Na super, ey. Das ist ja ganz toll. Ja, würde ich sagen, nehmen wir mal Steak und dieses Rind hier. Ah, das ist das obere. Okay. So, oh, einmal hier. Rindfleisch. So, 76 Paletten. So, geh. Ist das denn hier? Hallo? Super, jetzt sehe ich ja echt noch viel. So, da fehlen noch 6 Paletten. Hier fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5, sind 10, 16, 17 Paletten fehlen uns noch. 17 Paletten. Ja, hier noch 17 Paletten hier vom Match. So, einer am BGA, sind diesmal etwas besser gewesen. So, wo wollen wir jetzt hinfahren? Oh. Raststätte Hotel. So. Genau. Dann fahren wir los. Würde ich sagen, fahren von der Raststätte Hotel mal eben runter zum Sägewerk. Und gehen wir ein bisschen Leerpaletten holen, damit wir hier mal ein bisschen Paletten auffüllen.
So, letzter Tag Frühling, das ist doch schon mal schick. Was allerdings jetzt so clever war, so rumzufahren, war ja nicht, aber egal. Dafür sehen wir jetzt ein bisschen was von der Karte, würde ich mal so sagen. Ja, ne? Ist immer wieder ein schöner Anblick, da lang zu fahren. Genau. Sehe auch so. Hier über den Canyon. Ah, wunderbar. Ausblick hier. Bisschen diesig heute Morgen. Ich bin da mal auf morgen gespannt. Morgen ist ja der 15. Und ich glaube, Giants Partner dürfen ja eine Woche vor offiziellem Release ja schon das Spiel. Also ne, die müssen das ja schon haben. Und die müssen eigentlich ab diesen 8.0 Uhr dürften die ja das Spiel präsentieren. Bin mal gespannt, ob es da morgen die ersten Bilder gibt aus dem LS22 auf YouTube. Wäre mal gespannt drauf. Ich meine, klar, reinziehen morgen beim Frühstück. Hier mal so die ersten Eindrücke aufsaugen. Vielleicht sehe ich auch schon ein paar Dinge, die ich dann als Tutorial ab nächster Woche Montag, also jetzt nicht diese Woche Montag, sondern nach dem Woche Montag dann mit starten werde. Boah, hier habe ich Mais drauf gemacht. Ja, herzlichen Glückwunsch, Andy. Hast du ja ein Riesenfeld für ausgesucht. Du musst morgen erstmal zum Arzt. Was ist los? Ist alles okay bei dir? Kalle? Ah, Blutabnahme. Okay. Ach, super. Ah, hier liegen auch noch ein paar Module rum. Yes, Maria. Weil das da vergessen.
Schon mal total vergessen, ja. So, jetzt muss ich mal hier einen Break hier reinmachen, damit er nicht mehr hier durchfahren kann. So. Sondern dass der hier außen rum fährt. So, jetzt machen wir schon mal, was jetzt hier funktioniert, ob wir die Paletten hier verkaufen können. Ich den Trigger vielleicht etwas größer machen sollen. Oh, das Geld läuft. Das ist schon mal sehr angenehm. Okay, jetzt ist er hier Feldstatus am Berechnen und Paletten am Verkaufen. Jetzt zwingen wir ihn aber hier in die Knie. Halleluja. Bin jetzt mal gespannt, wie viel Geld man hier rausbekommt. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel wir angefangen haben, jetzt zu verkaufen, wo der Kontostand war. Da können wir schon mal losfahren. Und der Rest wird jetzt ja verkauft. Machen wir hier ein Deckelchen drauf. So, geht gar nicht. So. $2.7 million haben wir gemacht. Ja, das ist ja nice. So, mega nice. So. Fahren wir eben schnell zum Sägewerk, gehen wir mal ein paar Paletten holen. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal aus der Perspektive an. Ja, ich glaube, muss ich auch mal wieder hin. Irgendwann jetzt. Ja, nächsten Monat, glaube ich. Mal gucken, ob sich irgendwas geändert hat am Erntestatus.
Sieht aber nicht danach aus. Okay. Aber wir haben normales Gras eigentlich gepflanzt. Das sollte eigentlich wesentlich schneller kommen. Ja, verstehe ja nicht. Wo haben wir denn Gras drauf? In welchen Feldern? Auf der 27 ist Gras drauf, okay. Das ist nur das. Okay. Ist aber auch noch nicht wesentlich weiter. Ah ja. Ah. Da vergessen wir auf den Knopf zu drücken. Wir haben schon eine Fuhre verkauft. Hallo, wir haben schon 96. Da vergessen hier drauf zu drücken. Der Kartonpalette muss ich mir noch irgendwann einfallen lassen. Abseits der Kameras noch mal ein paar Bäume fällen. Und die dann absolut zu Hackschnitzeln oder machen. Weil alles andere geht gar nicht. Bei der Palettenproduktion werde ich es wahrscheinlich im LS22 dann Hackschnitzel hinzufügen. Jetzt hier im 19er wohl nicht mehr machen. Gerade gucken, wie waren dann so die Einnahmen oder überhaupt die Umsätze. Zumindest in den letzten Tagen alle positiv. Das ist ja schon mal schön. Bis auf den einen Tag, Anfang des Streams. Ansonsten haben wir immer ein Plus gemacht. Zwar jetzt kein gewaltiges Plus, aber immer ein Plus. Jedenfalls sind wir gleich erster Sommertag, da wären wir gespannt. Den nicht mehr lange dauern. Da war jetzt 12 Uhr, das heißt 7 Uhr sind noch, sagen wir, 5 Stunden. Nee, Quatsch, 7 Stunden. 7 Stunden sind 4 Minuten, also eine halbe Stunde. Nee, Quatsch, 2 Minuten geht ja eine Stunde, stimmt ja gar nicht. 14 Minuten, also Viertelstunde. Ja, Viertelstunde noch, dann müssten wir schon im Sommer sein. Da bin ich ja mal gespannt. Oh, mit dem habe ich auch mittlerweile 601 Kilometer hier runter. Reife Leistung. Halleluja. Thank you.
ich jetzt auf alle Felder Mais gemacht? Oder irgendwie sieht das so nach Mais aus. Nebenan ist Gras, aber sieht ein bisschen komisch aus. Gras. Oh, guck mal, ein Duft auf Eisenbahn kommt Stein gegen. Ja, eine Woche noch. Eine Woche haben wir noch hier auf der Kornwelt. Schätze mal nächste Woche um diese Zeit. Werden wir vielleicht schon fertig sein. Weiß ich noch nicht. Mal schauen. Wie lange nächste Woche Sonntag der Stream geht. Hier sieht's aus, als wäre das Gras, aber irgendwie wächst da nichts. Ganz komisch. Da können wir den Deckelchen schon mal wieder aufmachen, hat ja aufgehört zu regnen. Müssen wir jetzt mal den einen eben wegfahren. Wir werden jetzt erstmal da hinten zum Palettenwerk fahren und da die restlichen Paletten da schon mal rausholen. Dürften ja auch mittlerweile ein paar Paletten drin sein. Stehen auch noch welche. Wollen wir mal gucken. So, hier ist ja nicht allzu viel verbraucht worden. Ach so, weil das Ding vollgelaufen ist. Okay. Haben wir nur 80 Paletten hier drin. So, sollte sie wieder produzieren. Da ist die Kreissäge. Wunderbar. Tja, würde ich sagen, kriegen wir den Zug hier schon voll, wa? Brauchen wir gleich zum Sägewerk zu fahren. Ist auch nicht schlecht. Mal gucken. Und? Ja. Oder jetzt fehlt da eine Palette. Ernsthaft? Fehlt da hinten jetzt eine Palette? So sind hier der Deckel runter. Tatsache, fehlt wirklich eine Palette. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Eine Palette fehlt. Jetzt vorne. Aber dafür fahre ich jetzt nicht nochmal hier am Sägewerk ran, steig aus und nee, Theater meine ich.
fahren jetzt so, wie er ist, runter zu den Produktionen, füllen auf und dann ist gut. Ich sag mal, der Status, dass das Feld so aussieht, ist schon so lange, das ist mir auch hier, da ist nichts drauf, wo wir das angesät haben. Also, sehr merkwürdig. Gucken wir mal, ob Feld 26 was zu sehen ist. Aber ich meine, da wäre was drauf zu sehen, aber anderen überhaupt gar nichts. Komisch. Ah, hier sieht man was. Alles ein bisschen merkwürdig. Gut, jetzt haben wir das ja nicht selber angepflanzt, sondern wir haben das ja anpflanzen lassen. Vielleicht liegt es auch daran, dass es da ja das Problem gibt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber hätten wir Geld bezahlt für nichts und wieder nichts. Vor allen Dingen, da wächst ja was. Und rechts ja auch. Also, da haben wir das ja auch anpflanzen lassen. Also warum es auf einigen Feldern funktioniert und auf den anderen nicht? Bisschen merkwürdig. Wir müssen jetzt einmal über den Highway drüber und dann müssen wir rechts. Raps wächst ja auch, haben wir ja gesehen. Auf dem einen Feld war ja da gerade Raps drauf. Verstehe nicht, warum der bei uns nicht wächst. So, dann haben wir jetzt 20 Paletten beim Metzger ab. Darf ich sagen, Lebensmittelproduktion oder was? Und die restlichen 40 nehmen wir damit zum Milchwerk. Weil da werden wir die nächsten Paletten rausholen.
So, noch 2 Minuten, dann haben wir 19 Uhr, dann spult er vor mit mal 300 wieder. Und dann sind wir im Sommer. Ja, haben wir im Stream den ganzen Frühling hinter uns gebracht. Hätte ich heute auch nicht gedacht, wo ich aufgestanden bin, wenn ich den Stream gestartet habe. Dass wir hier so schnell durchkommen. Boah, Feld 34 sehe ich auch nichts. So, irgendwas wachsen würde, auch ganz komisch. Wir sind oben, hervorragend. Einmal runter und dann sind wir da. Sehr stark duster, super. Nächste rein. Sau geil. So, jetzt sehe ich ja so viel wie gar nichts. Naja, so einen jetzt hinkriegen, ja. Im Sommer sind die Tage lang und es ist warm. Nun ist es Zeit, um Heu zu ernten, um sicherzustellen, dass die Kulturen auf den Feldern gut wachsen. Ja, super. Da freuen wir uns alle. Ach, Moment. G. G. B. So. Oh, Z hier. Fahren wir weiter. Schau mal, Sommer und es regnet. Ah ja. Auch geil. Kennt mich ja, ich fahre immer gegen die Fahrtrichtung. Warum sollte ich da doch ändern? Wollen wir mal hier abladen. Ne? Ne? Ne?
Also, hey, drüben an der Milchproduktion. Mal gucken, was wir dann gleich da verkaufen werden. Gleich ist auch gut, ne? So, dann einen Augenblick. Ich habe noch neue Zuschauerinnen und neue Zuschauer hier. Recht herzlich willkommen heißen am heutigen Sonntag. Ja, am späten Nachmittag hier auf meinem Kanal, dem Farmmanager. Ich bin hier unterwegs auf der Kornbelt, einer 16-fachen Modmap. Ursprünglich mal vom Castor im LS15, LS17 herausgebracht. Jetzt gibt es den von mir. Also, ne, unter Andy's Modding findet man den. Nicht unter meinem, ja, Twitch-Namen oder meinem YouTube-Namen. Oh, was ist denn da kaputt? Was ist denn da kaputt? Was läuft denn da schon wieder nicht? Da kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt haben wir ja 5 Minuten hier aufgepasst, ja, nee. Schon funktioniert die wieder irgendwann nicht. Ach, da drüben sind wir Lebensmittel, die wir noch verkaufen müssten. Aha. Das fällt mir gerade mal so ein. So, mal gucken. So. Hier sehen wir etwas besser. Sehr schön. Aber da ist auch nicht mehr viel Kartonpalette, also da wird auch nicht mehr viel passieren. Oh Gott, da ist aber der Stau. Yes, Maria. Erstmal hier. Bevor wir jetzt hier irgendwas verkaufen, müssen wir uns erstmal um die ganzen Probleme hier kümmern. Hä? Was ist der denn da? Warum fährt der denn weiter geradeaus? Deppert oder was? So, einmal müssen wir uns hier um das Problem kümmern. Warum der hier... Er hat die 75.000 Liter Milch und nichts abgekippt. Ja, das ist ja ganz toll. Das heißt, der ist hier wieder leer gelaufen. Ah, super, ganz toll. Hä? Hallo? Warum kippst du jetzt hier nicht weiter die Milch ab? Das ist doof, oder was? So, wie viel Milch hat der hier drin? Oh, der ist auch voll. Erstaunt. Bin doch echt erstaunt, der mal voll ist. Ja, da haben wir das auch. Sehr schön. Die sollten jetzt auch hier wieder fahren. Der fährt auch wieder.
schön. Der ist noch am Abladen. So, mal gucken hier. Sieht's denn aus? So, Haarmilch haben wir nicht so viel, aber Vollmilch haben wir dafür. Können wir eine ganze Ladung verkaufen, Vollmilch. Ja, mal gucken, wo kriegen wir den besten Preis für Vollmilch. Oh, der letzte Tag war der beste Tag. 8,7 Millionen. Aber auch nur, weil wir Einnahmen ernten hatten. Diese 2,7 Millionen. Der hat er gerettet. So, mal gucken hier. Meine Milch. So, Vollmilch. Was soll das hier sein? So, Tankstelle Süd. Das wird mit Sicherheit nicht funktionieren. Also müssen wir zur Raststätte Hotel wieder ausweichen. Da waren wir eben erst. So, 40. Nochmal 40. Haben wir schon mal 80. Dann gleich nochmal 16. Dann haben wir doch. Sag mal, lässt du mich jetzt mal hier raus? So, 16 Paletten noch. Haben wir doch. Ah, alles geladen, wunderbar. Ladefläche ist leer. Kann's losgehen. Fahren wir mal los hier. So, fahren wir hier lang. Ist einfacher. Vor allem wieder gegen die Fahrtrichtung, ne? Weil es dem Ende so viel Spaß macht, gegen die Fahrtrichtung zu fahren. Wo wird denn da der Nervenkitzel? Hallo? Was soll so sein? Steht aber auch ein bisschen komisch da. Kollege hier, alles gut mit dir? Oder muss er dir irgendwie helfen? Ja, super. Na super. So, jetzt liegt er hier. So ganz toll hier. So machen wir auf jeden Fall Umsetzung. Hat er gespeichert und hat sich irgendwas geändert? Nope. Jetzt sind wir am ersten Tag Sommer und hat sich nichts geändert. Okay. Ganz toll. Super. So, Paletten noch drauf oder sind sie jetzt alle runter? Ne, sind alle drauf. Sehr schön. So, fahren wir mal. Fahren wir auch hier lang? Ja, können wir eigentlich auch hier lang fahren. Ne? Fahren wir mal eine andere Strecke.
Können wir was anderes mal sehen. Gibt ja noch andere Teile hier auf der Karte. Die man sonst nicht so sieht. Wir müssen jetzt hier rechts rum. Wir sind etwas höher. Also fahren wir jetzt mal hier hoch. Auch schöne Strecke hier am Canyon entlang. Wie ich finde. Auch schöne Ausblicke. Ja. Sehe ich auch so. Der ist gut. Der ist gut, Kalle. Der ist wirklich gut. So, jetzt müssen wir hier gleich irgendwo links abbiegen. Vielleicht mal gucken. Da fahren wir jetzt, glaube ich, gleich unter dem Highway drunter her. Nee, Quatsch, das ist die Brücke von Feld 47, 48 rüber zu Feld 10. Der Highway war eben die Brücke. Nächste geht ja nicht. Da geradeaus der Tunnel. Der ist zu. Da kann man nicht mehr weiter. Können nur hier links. Jetzt geht's ja auch mächtig den Berg herab. Wo wir die ganze Zeit jetzt schon bergauf gefahren sind. Sind doch noch mal ganz schön bergauf. Sieht aber so aus, als wäre jetzt hier doch langsam was gewachsen.
Ich glaube, wir sind Kartoffeln auf Feld 11. Das sieht schon sehr gut danach aus. So, sind wir gleich an der Raststätte Hotel wieder. Und dann müssen wir noch eine Lieferung machen und dann sind wir fertig und dann beende ich auch den Stream. Denn so allmählich habe ich Hunger. So allmählich habe ich Hunger. Aber gleich ja schon 18 Uhr. Wo wir jetzt gleich nochmal was haben für Motel Süd, werde ich dann doch nochmal testen, ob es funktioniert, weil ich meine, ich hätte dann gearbeitet, aber bin mir jetzt gar nicht so sicher. Oh, Brauerei, Brennerei, große Nachfrage. Mal gucken. So, ach, jetzt hier nicht. So, die Uhr rattert schon mal wieder, das ist doch schon mal schön. So, dann haben wir schon 192. Ja, fast schon fertig hier. Da er sagt, drei Touren, dann ist die Kiste gegessen. Oh, die haben wir sehr weit hinten hier abgestellt. Hallo Julia. Die haben wir sehr tief hier abgestellt. War jetzt ja nicht so viel, hätte ich doch etwas mehr erwartet, aber naja.
eben schnell hinten die eine nochmal aufladen. So, eben ein Stück nach vorne. So, die verkauft. So, damit sind wir dann jetzt mittlerweile bei 36 Millionen. Sagen, hallo. Lass mich jetzt mal wieder los. Ich will auf, die, will auf den Highway. So, mal gucken, ob wir den zweiten Sommertag gleich noch erleben. Können wir mal sehen, ob dann irgendwas erntereif ist. Aber ich vermute mal, ich weiß, woran das liegt. Ich glaube, das liegt an meinem Geomod. Ich glaube, daran wird das liegen, dass es nicht funktioniert. Ich da irgendwas falsch eingestellt habe. Ja, na klar, jetzt sehr traurig, wenn das so wäre. Bei den ersten Seasons lief alles einwandfrei, jetzt in der zweiten macht er jetzt hier die Macken. Und das gleiche hatte der Mike ja auch erlebt. Das erste Seasons konnte er ernten, war alles gut. Hat er nur irgendwie mit Weizen oder keine Ahnung was für Probleme gehabt. Und in der nächsten Season konnte er gar nichts mehr ernten, da wurde er gar nichts mehr reif. Also bei uns kann es nicht am Regen liegen, also geregnet hat es genug. Das heißt, die Früchte haben genügend Wasser bekommen. Aber dafür wird ja in Seasons ja berücksichtigt, ob der Boden genügend Wasser hatte. So, ich hätte jetzt eigentlich mal gucken können, gerade, solange wir hier gerade ausfahren. Oh, jetzt hat es schon noch heute getan, okay. Da oben ist was fertig. Ich glaube es nicht. Alter, Wahnsinn. Das ist ja der helle Wahnsinn. Gras ist fertig. Gras ist fertig. Ja, ist ja Wahnsinn. Es hat sich was getan. Das heißt, wir werden am nächsten Sommertag, wenn wir die Zeit wieder runter drehen auf mal 1. Damit wir das Gras entschauen können, Wahnsinn. Wir können mal wieder Gras und dann noch Vermehrungsgras. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Dass ich das neu erleben darf. So, was wollen wir jetzt verkaufen? Ach genau, wir müssen noch Lebensmitteltechnik verkaufen. Da haben wir noch das eine oder andere Produkte noch da stehen. Sehr alten Lebensmittelproduktion, meine ich jetzt. Wahnsinn, wir können mal wieder ernten. Ist doch nochmal reif geworden. Und dann noch Vermehrungsgas. Oh, Wahnsinn. Da warten wir ja auch schon, was weiß ich, wie viel. Ich glaube, also mindestens eine Season ist jetzt schon drauf. Wenn sogar zwei.
So, jetzt müssen wir mal gucken. Denn hier noch ein Dinkelmehl drin ist. Ich kann das sogar kombinieren. Ein Dinkelmehl haben wir hier schon alles raus, okay. Chips, Pommes. Vielleicht haben wir eine andere Produktion. Wollen wir eben schon gucken gehen. Wo haben wir sie denn? Lebensmittelproduktion. Lagerlebensmittelproduktion, da haben wir sie da. So, dann wollen wir mal hier gucken. Kartoffelprodukte. So, 20 Paletten Chips. 20 Paletten Pommes. Okay. Wie viele Paletten Pommes haben wir hier? Große Nachfrage an der Milchfrau, wie kann man jetzt? Okay. So. Ich wollte sagen, wir laden jetzt das auf, was noch hier drin ist, sondern ist gut. So, wollen wir eben schnell gucken in der Milchfabrik, nicht, dass der da schon wieder steht. Wow, Feld 20 ist reif, Feld 27 ist reif, Feld 49 ist reif, Feld 65 ist reif. Nur hier oben die Felder. Keine Ahnung, was da los ist. Da ist immer noch auf die Pflanzen. Was ist denn da drauf? Also auf dem einen ist Raps drauf. Und auf dem anderen ist Roggen drauf. Sehr merkwürdig. Wir haben doch Roggen schon geerntet. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Naja, warten wir mal ab. Warten wir es mal ab. So. Achso, ich wollte da eben geguckt haben wegen. Wegen die Milchfabrik hier, ne? Oh, was ist denn hier schon wieder los? Halt, falsche Richtung. Aha, okay. So, what, ja. So, das schon mal, dann fahren die hier wieder. Wir flitzen mal eben hier lang. Macht schon auf, jetzt regnet. Sehr schön. Ja, der steht nämlich wieder hier. Ist ja fast schon gedacht. Oh, jetzt geht schon wieder los mit Regen. Ja, ist denn wahr hier? Jetzt reicht's auch langsam mal hier mit Regen. Schon wieder auf mal 300. Das heißt, es ist immer gleich am nächsten Tag und dann werden wir auf mal 1 stellen. Wir müssen jetzt wieder anfangen zu ernten. Das können wir nicht innerhalb, also mit Höchstgeschwindigkeit tun. Das geht nicht. So, umschalten. Achso, ja. Hup. Ist auch gut. Hup, hup. Einnahmen BGA 94.000. Na, bloß nicht zu viel. Bloß nicht zu viel, Freund. So, haben wir hier 6 Uhr und hier mal 1 wieder. Oh. So, mal 1 und hier gehen wir jetzt auf 22 Uhr, weil wir sind im Sommer. So. Gucken wir hier gerade nochmal. Umsatzübersicht. Ach, hier war das. Ah ja.
Immerhin 5,7 Millionen haben wir jetzt hier pro Tag. Das ist ja immerhin schon mal etwas. Aber da eine Milliarde rauszukriegen, vergeht dann gleich ein bisschen mehr. Einnahmenernte 1,1 Millionen, das war jetzt nicht so viel. Mit dem einen Verkauf. Was? Schon wieder die ganze Milch, die 75.000 Liter schon wieder verarbeitet. Johannes, so mal gut hier. So, mit wie viel Milch kommt der jetzt hier an? Die tuckelt. Oh, voll. Der ist auch voll. Ja, nice. So. Was nennst du denn hier, Kollege? Das geht ja im Leben nicht mehr gut. Den kriegen wir im Leben nicht mehr raus. Weil ich hänge jetzt hier auch an der Wand. Hier ist mittlerweile noch ein wenig hier Chaos. Was machst du denn hier? Du bist noch mal weit, weit abseits des Weges, mein Freund. Weil ich weiß wieder so ein Augenblick, wo ich schon wieder keinen Bock mehr habe, ne? Wie es das Spiel wieder werden würde. Weil das nervt mich da jetzt ein bisschen sehr, dass hier nicht so fluppt, wie das sein sollte. So, jetzt müssen wir nochmal zurück. So, was war hier jetzt? Ist hier noch einer eingestellt? Ja, der ist noch eingestellt. Können wir den mal entlassen hier? Aber hier können wir nichts abladen, ne? Ja, hier ist alles voll. Was ist hier schon wieder los? Warum wird der hier schon wieder nicht beladen? Warum steht da schon wieder Mist drinne? Hä? Sag mal, will der mir hier veräppeln oder was? Jedes Mal steht hier Mist drinne. Steht dahinter noch einer oder was? Ah, ja. So, das funktioniert jetzt schon mal. Das ist schon mal schön. Vor allem, er fährt dahin, aber ne, in der Anzeige steht er wieder was anderes. Das ist auch so. Weil ich nicht verstehe. Was hier? Achso. Da kann ich weiterfahren, weil ich hier im Weg stehe. Ah. Also. Ich halte hier wieder den ganzen Verkehr. Achso. So, wollen wir mal eben gucken, was haben wir denn hier noch? Weil wir werden jetzt ja alles laden und dann... Ach, hier habe ich doch zufälligerweise... Ah, ist gerade gut, dass ich den hier habe. Moment, können wir eben schnell noch... Gott, ey, ich wollte 250 Paletten verkaufen. In 90 Minuten. Irgendwie schaffe ich das auch nicht heute. Wir werden auf jeden Fall jetzt gleich noch eine Ladung verkaufen, dann ist gut. Und dann ist Feierabend.
Dann würde ich gerne das restliche Mehl, was hier nämlich in der einen Lebensmittelproduktion nämlich noch drin ist, gerne nämlich noch verarbeiten wollen. Vor allem, weil wir da noch Kartonpalette haben. Sehr schön, arbeitet die doch schon mal wieder. Jetzt bin ich wieder sehr schnell unterwegs. So, okay. So, was haben wir jetzt hier? Dinkelmehl, komisch, dass hier die Bezeichnung fehlt. So. Alright. Dinkelmehl haben wir nichts mehr, Popcorn haben wir nichts mehr. So, Nudeln, zwei Paletten, okay. So, Chips haben wir noch 21 Paletten. Sehr schön. Pommes 29. Kann man nicht auslagern, warum das denn? Haferflocken, aber auch nichts mehr. Okay, so sind wir Pommes hier. Wollen wir mal gucken, ja? Irgendwo habe ich da jetzt eine LKW gerade hingestellt. Also hier ist auch nichts mehr, ne? Ne, hier kann man auch nichts mehr laden, okay. Also nur noch hier. Jetzt sehe ich die Händigkeit am Berechnen, das ist super, ja, oder geil. Warum kann ich hier keine Pommes? Weil die Pommes hier vorne sind, ne? So. Jetzt hier sind nicht alles Pommes. Da haben wir ja noch 22 Paletten von. Warte, jetzt kriege ich keine drei Paletten geschoben oder was? Das kann ja wohl nicht wahr sein. So schwer sind die. So. Ich weiß auf jeden Fall, wo ich die jetzt verkaufe. Wenn wir jetzt zum Einkaufszentrum fahren und sie da verkaufen, weil da können wir über den Trigger fahren. Ist mir aber jetzt der Preis egal. Weil das ist ja hier diese Paletten, die sich nicht verkaufen lassen. Oder nur sehr schlecht verkaufen lassen. Das war jetzt ganz clever, Andy. Hä? Was hat er denn jetzt?
Warum komme ich denn hier in die Produktion nicht mehr rein? Aha, jetzt aber. Jetzt sagen, genau. So. Komm mal hin. So, ist dann auch leer. Jetzt muss ich nochmal eben schnell hier nach vorne ziehen. Oh. Hallo? Hallo? Lass mich mal raus hier. Hallo? Ah, sehr gut. Ich bin jetzt mal gespannt, wie viel wir da hier kriegen. Sehr schön. Fahren wir ein Stück vor, dann sollte 5 Paletten auf jeden Fall da aufladen. Sollte jetzt nicht das große Ding sein. Und dann fahren wir eben schnell in den Norden der Karte und dann verkaufen wir das eben schnell. Und dann war er das. Aus der anderen. Ich hätte schon wieder erschrocken. Ja, bei der anderen Produktion ist ja kein Problem. Da kann ich Paletten ordentlich verkaufen. Nur hier nicht. Von daher, wir könnten die auch am Rest nochmal verkaufen. Aber weiß nicht, ob wir da alles. Können wir am Rest nochmal Haferflocken weg? Ich weiß nicht. Muss man testen. Können wir testen. Wir fahren jetzt einfach zum Restaurant. Können wir auch da verkaufen. Egal um den Preis, Hauptsache verkauft. Hauptsache die Paletten sind weg. Das ist im Moment die Devise dabei. Ah, da kommt der Ostseefarm uns entgegen. Das ist immer noch fleißig hier auf der Karte. Sehr schön. So, oh mein Gott. Hervorragend. So, gleich schon im Norden.
So, jetzt muss man gleich hier rechts das Vermehrungsgras sehen. Da ist es. Oh, Wahnsinn. Was freue ich mich darauf, das näher dreschen zu können. Oder diese Woche noch. Ja, klar, mit Hochdruck drüber fahren. Schätze mal, drei Drescher werden wir da drüber heizen. Schwader Gras einsammeln und zack, ab damit die Heutrocknung. Wahnsinn. Wahnsinn, dass das noch erleben darf. Hier auf der Karte. Unglaublich. Weil, ne, wir haben die erste Season hinter uns gebracht. Da habe ich die hier getestet. Ja, ob das alles funktioniert. Da hat das schon nicht funktioniert. Dann haben wir die zweite Season jetzt im Let's Play gespielt. Da hat es auch nicht funktioniert. Und jetzt sind wir in der dritten Season hier auf der Beta-Version. Und jetzt endlich ist das Gras da. Ist ja Wahnsinn. Irre. Ich weiß gar nicht, wie das Feld war jetzt noch fertig geworden. Ich glaube 65, ne? Schon noch fertig. Weiß ich aber gar nicht. Aber kann sein. Das Feldgras. Das werden wir uns ja wahrscheinlich schon ummähen. Aber jetzt nicht dreschen. Wir wollen uns ein Big M holen und dann. Feldgras? Ich glaube ja. Aber das sieht irgendwie nicht erntereif aus. Aber naja. Er sagt, es ist erntereif, ich kann da drüber fahren, fahr ich da drüber. Glaubt mir. Das ist mir sowas von Latte. Ich fahr da drüber. Also jetzt nicht mehr im LKW, um Gottes Willen. Da würde ich mir jetzt Gras wieder kaputt machen. Das, was wir noch brauchen. Von der dringend Heu für Kuhfutter. Also von daher werde ich mir das mit sicher nicht jetzt mal kaputt fahren hier. So, ich lasse die Zahl aber jetzt mal 15 noch laufen. Weil, ne, wäre ja schön, wenn wir dann am morgigen Tag mit der Ernte anfangen könnten. So die Witterungsbedingungen so weit abgetrocknet sind, dass wir hier wieder ernten können. Das wäre ja schon mal geil. So, ne, ist ein bisschen mild, also ein bisschen sehr kühl für den Sommer. Ah, so, ein Tag ist richtig. Ich habe mich verfahren, nein, habe ich mich nicht. Ja, das kann man jetzt sehen, wie man will. Also. So, wir kommen am Restaurant. Wenn wir schon mal die Haferflocken verkaufen können. Das werden wir jetzt gleich feststellen. So, oh. Aber das Geld rattert, also wir können es verkaufen. Sehr schön. Das gefällt mir schon mal sehr gut. So, fahren wir eben nach vorne. Schon mal sehr schön. So, gehen wir auf die nächste. Oh, hoffentlich bleiben die drauf. Nein, nicht runterfallen. Nicht runter. Oh, nee. Ernsthaft müssen die jetzt runterfallen, die Paletten.
ist ja wirklich runtergefallen, ja? Die dämische Palette, ja? Naja, so viel Einnahmen sind halt jetzt nicht gewesen, ja, wollen wir ja ehrlich sein. Ein bisschen mehr gerechnet, aber naja. So, damit Ziel erreicht. 288. Und ich sage danke für alle, die heute hier dabei waren, die zugeschaut haben. Die, ja, mich unterstützt haben, indem sie geschrieben haben. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich werde jetzt erstmal Mittagessen. Ja, Mittagessen. Abends um 18 Uhr werde ich Mittagessen. Und dann werde ich noch den einen oder anderen Test gleich nochmal machen. Und dann, ja, werde ich mich daran setzen, die Karte dann nachher einmal auf meiner Homepage zu veröffentlichen und dann auch auf Modhoster. Und dann hoffe ich, dass sie ja auf Modhoster dann heute Abend noch wieder online geht. Das war es an dieser Stelle von mir. Ich sage danke nochmal an alle, die heute dabei waren. Ich wünsche euch morgen, bitte erstmal heute noch einen schönen Sonntagabend. Sehen wir noch ein paar Stündchen, bis wir ins Bett gehen, und morgen einen guten Start in die Woche. Neue Folge hier von der Kornwelt gibt es morgen um 17 Uhr. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht es gut, euer Andy. Bis nächste Woche. Bye, bye. So, und ich darf mich auch von meinen YouTube-Zuschauern am heutigen Montagabend verabschieden und sage danke für alle, die hier wieder reingeschaut haben, zugeschaut haben. Vielen, vielen Dank dafür, für Kommentare, für Likes, für Abos. Vielen Dank dafür, und ja, nächste Folge von der Kornwelt gibt es dann am Mittwoch. Wann es sie am Mittwoch gibt, habe ich noch gar nicht so mir Gedanken zu gemacht, aber auf jeden Fall die nächste Folge gibt es am Mittwoch. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, bleibt vor allen Dingen gesund, euer Andy, und bye bye.